Hallo Leute und ein ganz herzliches Willkommen zu meinem heutigen Video über Suicide Squad Kill the Justice League. Und ich habe mich auch relativ kurzfristig entschieden jetzt, dass das hier mein Review Teil 2 wird, auf Langzeittest sozusagen. Und ich habe das Spiel jetzt lange beobachtet. Ich habe es immer wieder gespielt, habe eigentlich fast jeden Tag reingeschaut seit dem Release, immer mal wieder gezockt, auch immer mal wieder Spaß gehabt. Aber heute in dem Video werde ich auch Teile ansprechen, was nicht wahrscheinlich jedem gefallen wird, der auch das Spiel sehr lieb gewonnen hat. Ich habe auch sehr viel Liebe für dieses Game übrig. Mir macht es unglaublich viel Spaß, aber dieser Spaß wird sehr stark getrübt, vor allem bei mir als Sicht von einem Content Creator betrachtet aus. Und darüber möchte ich heute einfach sprechen. Wir gucken natürlich auch die News an, die kürzlich erschienen sind, nämlich erst vor 14 Stunden wurde hier offiziell angekündigt, get ready for season 1, the jokes are coming. Am 28. März wird die Season 1 starten und hier wird es den Joker geben als neuen spielbaren Charakter. Dazu haben wir ja auch schon mal Gameplay ein bisschen sehen dürfen, wie sich der spielt. Wird ein sehr durchgeknallter Charakter sein, so wie es ja auch der Fall sein muss. Und der hat, um es mal vielleicht zu spoilern, Achtung kurz, 5 bis 10 Sekunden einfach mal weghören, falls ihr keinen Spoiler wollt. Joker hat in seiner Welt, hat er den Suicide Squad selbst umgebracht. Also so ein bisschen durchgeknallt ist der Joker in diesem Game. Und damit müsst ihr rechnen, damit ihr mal eine grobe Vorstellung habt, was dieser Charakter wahrscheinlich hier an Craziness mit ins Game bringen wird. Das heißt, wir kriegen zur Season 1 die Strongholds. Man mutmaßt auch, dass es ein PvP-VE-Modus mit dabei sein könnte. Ob das die Strongholds sind oder ob das nochmal ein anderer Modus ist, kann ich euch leider nicht sagen. Es sind auf jeden Fall andere Endgame-Missionen, die hier mit reinkommen. Des Weiteren werden die bisher bekannten Incursions zum Beispiel und so weiter neue Varianten erhalten. Also hier wird mehr Abwechslung ins Endgame kommen, was natürlich auf jeden Fall positiv ist. Dann bekommt ihr mit der Season 1 noch den Two-Face und Scarecrow-Content. Also es wird einen Content geben, wo diese beiden Bösewichte eine Rolle spielen. Zusammen mit diesen beiden Bösewichten wird es auch Waffen zu diesen Bösewichten geben. Das heißt, Two-Face wird hier mit den Notorious-Items wahrscheinlich kommen oder vielleicht auch mit den Infamous, ja, Set. Und Scarecrow eben wird auch eine Rolle spielen und wird hier auch seine Items bekommen, die als Lootpool dann vorhanden sein werden in Season 1. Wer die Season 0 nicht gespielt hat, kann die immer noch dann nachholen und wieder zurückkehren zur Season 0. Das wird also auch kein Problem sein. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Es kommen sonst auch noch neue Riddler-Sachen dazu. Wer das ganz arg vermisst hat, der freut sich jetzt natürlich über neue Riddler-Rätsel auch in der Season 1. Ich bin gespannt, was dieses Update bringt. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich glaube, dass das die Entscheidung wird für dieses Spiel. Kann es am 28. März abliefern? Kann es am 28. März begeistern? Wird es ein sauberer Start für die Season 1? Oder wird es die weitere Katastrophe mit Bugs, mit Multiplayer-Problemen, mit Performance-Problemen, mit Leuten, die gar nicht ins Spiel kommen, weil sie wieder irgendwas vermurkst haben? Und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum nächsten Teil vom Video heute, nämlich das, was ich noch in mein Review mit einfließen lassen möchte. Wenn mein erstes Review über 44 Minuten, glaube ich, ist es lang, wer das angeguckt hat, der weiß, was ich vom Kern des Spiels halte und ob es spaßig ist oder nicht, könnt ihr euch da gerne anhören, habe ich viel drüber gesagt. Wie gesagt, auch bis heute mag ich das Gameplay, ich mag die Shooter-Aspekte, die Action und wie sie das alles eigentlich in den Grundlagen aufgebaut haben bei diesem Game. Das genieße ich sehr. Was ich nicht genieße, ist zum Beispiel eben erstmal die traurige Erkenntnis, dass die Season erst am 28. März kommt und nicht zum Beispiel nächste Woche. Was mir nicht gefällt, ist, dass sie diese Woche ein Patch auslassen, einfach um mehr zur Season hinzuarbeiten. Da kann man jetzt argumentieren, okay, sie wollen das dann für die Season alles richtig machen und so, aber wer sagt denn, dass es bei der Season dann richtig läuft? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei der Season 1 beim Start wieder in einer Katastrophe endet, weil wieder nichts funktioniert oder nicht so, wie sie es gedacht haben. Und des Weiteren muss ich sagen, dass mir die Kommunikation von Rocksteady nach dem Release überhaupt nicht gefällt.
ich finde, das ist ein Faktor, den man mit dazu bewerten muss bei einem Live-Service-Game, denn es ist ein Service. Und wenn du ein Kunde bist sozusagen, und das bist du dann in diesem Fall, dann erwartest du auch einen Service. Und diesen Service betrachte ich hier bei diesem Game als sehr schlecht. Wirklich sehr schlecht. Es ist, was die Kommunikation angeht, einfach zu wenig. Sich dann mal kurz zu melden in der Woche, das ist zwar schon mal ein guter Ansatz, aber wenn man jetzt ein Spiel, was ich ebenfalls begleite, nämlich Last Epoch, wenn man das als Vergleich sieht und Rocksteady ist ein AAA-Studio und 11th Hour Games ist ein Indie-Studio und dieses Indie-Studio schafft es, extrem auf Twitter zu kommunizieren, Updates rauszuhauen ohne Ende und mit den Leuten einfach in Kontakt zu bleiben und zu sagen, hey, wir arbeiten daran und daran und daran. Hier habe ich das Gefühl, denen ist das einfach egal. Leute kommen nicht ins Spiel, Leute können nicht zusammen zocken, Multiplayer funktioniert nicht, es soll aber Multiplayer-Spiel sein, ist ein wichtiger Inhalt von dem Game, dass man zusammenspielen kann. Man hat nicht das Gefühl, dass sie sich wirklich krass drum kümmern. Sie verziehen sich zurück in ihr Schneckenhaus, kommen einmal pro Woche raus und winken mal und sagen ja so und so und wir versuchen es, aber sie schaffen es nicht. Und ganz ehrlich, da hätte ich mehr erwartet von so einem Studio, was die Betreuung von diesem Game angeht und was die Updates zu diesem Game angeht. Und was ich auch anders erwartet hätte, ist zum Beispiel genauso eine Haltung, was das unterstreicht, was ich gerade kritisiere. Update, Epic Game Store Version vom Suicide Squad wird jetzt am 26. März erscheinen. Diese Version sollte eigentlich einen Monat nach dem Release auf Steam erscheinen, also beim Epic Games. Man wusste, bei Epic Games kommt das Game einen Monat später. Aber jetzt quasi, sie machen einfach eine Meldung, sagen, ja, Leute, das verspätet sich einfach 3 Wochen oder sowas etwa. Einfach 3 Wochen kommt einfach 3 Wochen später. Bäh, fertig. Einfach fertig. So, das ist, thank you for your patience. Das ist so wie, ja, wir machen das halt so, wie wir jetzt gerade Bock haben. So. Da kommt nicht, sorry für alle Leute, die beim Epic Games gerne zocken und da ihr Hauptthema haben mit den Games. Sorry Leute, dass wir das jetzt einfach mal um Wochen verschieben, diesen Release auf dem Epic Games Store. Leute gibt es vielleicht auch, die sich darauf gefreut haben, wenn es auch nicht viele sind vielleicht. Aber es ist doch krass. Also ich finde es ein bisschen, mir gefällt das nicht, wie sie kommunizieren. Mir gefällt diese Art und Weise nicht, wie sie hier irgendwie so Nase hoch oder zumindest so, ja, anteilnahmslos kommunizieren, dass sie quasi das gar nicht fühlen, was da abgeht. Oder die Leute, die das Spiel genießen, wie frustriert die sind, dass sie es vielleicht nicht zocken können wegen diesen und jenen Problemen. Und da kommen wir jetzt mal auf einen weiteren Punkt, nämlich wenn wir jetzt mal gucken, ich habe geguckt bei Steam DBR, wo steht denn das Game momentan? Wenn ich jetzt nach 24-Hour-Peak gucke und das danach sortiere, ist Suicide Squad momentan auf Platz 1039. Ja? Es ist 2 Plätze hinter Stray. Es ist hinter Mass Effect Andromeda. Es ist hinterm Stalker Game. Es ist hinter Gotham Knights. Also das bestätigt es, glaube ich, auch. Und ich denke, ich spreche das aus, was viele Leute da sich auch innerlich irgendwo mal unterbewusst gedacht haben, die jetzt eben bei diesen Spielerzahlen nicht mehr dabei sind. Die haben einfach gesagt, ja, was soll's jetzt hier, ja? Euch scheint es eh Wurst zu sein, ja, ihr liefert jetzt nur Patches, die es teilweise nur schlimmer machen. Und jetzt guckt euch an, wo das Spiel ist. Also, dass sie es beim Release schwer haben, da habe ich sie gerne auch verteidigt, weil ich finde, das Game ist ein gutes Game. Aber wo ich sie nicht mehr verteidige, ist, was sie nach Release gemacht haben. Denn das ist dann in ihrer Hand, ob sie gute Updates bringen, ob sie schnell Patches und Hotfixes bringen. Das ist in ihrer Hand. Das ist deren Verantwortung. Dafür kann die Presse nichts, dafür können toxische Leute nichts, dafür können Hater nichts, Magazine nichts, wie gesagt, und so weiter. Das liegt in deren Hand. Und das, was sie abgeliefert haben, Side Release, halte ich einfach für zero. Wirklich für unbefriedigend, extrem unbefriedigend. Ich habe persönlich nicht viele Probleme mit dem Game, aber ich kriege sehr viele Nachrichten mit von Leuten, die Probleme haben. Ich lese sehr viele Nachrichten von Leuten, die dieses Spiel nicht richtig zocken können, wegen der Masse an Problemen. Sei es bei den Endgame-Missionen, sei es überhaupt ins Spiel zu gehen, sei es überhaupt ein Multiplayer-Match aufmachen zu können, sei es Metropolis lädt Ewigkeiten und man kann nicht mehr weitermachen. Lauter solche Dinge. Und das jetzt schon
Wochen oder über einem Monat nach Release. Das ist brutal. Und man sieht es hier halt auch einfach, es hatte den Peak bei 13.459 und es ist jetzt nur noch ein Schatten seiner selbst bei 478, ja, hier in diesem Bereich herum. Also es ist wirklich krass. Und die Suppe hier unten, würde ich mal sagen, ab hier, das haben sie sich wirklich selber eingebrockt. Du hättest dann vielleicht sagen können, okay, man hält sich irgendwie bei der Hälfte von diesen Leuten noch so bei 6.000, 7.000. Aber diese, dass es so bergab gegangen ist, daran haben sie, denke ich mal, 100% selbst schuld. Und das ist ihr Problem. Und man sieht es jetzt auch langsam zeichnet es sich ab, größtenteils positiv nur noch, ja, 75%, das war mal deutlich über 80%. Es geht jetzt langsam bergab hier. Die Leute werden ungeduldig, die Leute möchten diese Verbesserung haben, bekommen sie einfach nicht. Man sieht es auch hier 3,6 User Score, immer noch 60. Also hier lässt niemand mehr wirklich ein richtig gutes Haar an dem Spiel. Besonders wenn man eben selbst von diesem Problem betroffen ist. Und ich finde, das geht halt auch einfach nicht. Und deswegen sage ich jetzt auch, ich mache es relativ kurz. Ich denke, ich habe das Wichtigste von meiner Position gesagt, damit ihr versteht, warum ich gerade so drüber denke, über diesen Service von diesem Live-Service-Game. Das Game an sich finde ich gut. Und ich habe es bewertet bei meinem ersten Teil vom Review mit einer 8. Aber ich sage jetzt hier, dieser Service maximal 4. Ja, und dann sind wir bei insgesamt 12 geteilt durch 2 sind wir bei 6. Also ich tendiere bei diesem Spiel momentan zwischen 5 und 6 Punkten als meine Wertung dazulassen von 10 insgesamt besten Punkten. Ja, das ist momentan mein Fazit zum Game. Ich tendiere eher zu 5. Auf lange Sicht gesehen wahrscheinlich eher sogar Richtung runter 4. Und je nachdem, wie die Season abläuft, eben definitiv runter zu 4. Wenn sie die Season verkacken jetzt beim Release und du da auch wieder vor technischen Problemen stehst und so weiter und da wieder dies und das nicht funktioniert, wirklich, man kann der Sache dann nicht mehr helfen, ja? Mich frustriert das ehrlich gesagt, das zu sehen. Ich denke, das Game hätte mehr verdient, hätte einen besseren Service verdient. Die Spieler hätten einen besseren Service verdient, die an dieses Game geglaubt haben und an dieses Game glauben und diese eben, was waren, 70 Euro in die Hand genommen haben und da rein investiert haben, weil sie sich viel davon versprochen haben. Die hätten mehr verdient bei so einem Preis als Live-Service, mehr Service verdient. Und deswegen heute im zweiten Teil von mir diese krasse Abwertung. Lasst mir gerne eure Meinung dazu da, was ihr davon haltet. Wie empfindet ihr diesen Live-Service von Rocksteady momentan? Ich empfinde ihn als überhaupt nicht gut, wie gesagt. Und damit verabschiede ich erstmal mich hier aus dem Video. Wir gucken natürlich bei der Season 1 rein. Wir werden es auch streamen. Wir gucken uns das Ding an und ich hoffe, dass das Spiel mit der Season 1 die Kurve kriegt. Denn wenn das nicht passiert, dann glaube ich, ist bald Schicht im Schacht. In diesem Sinne. Bis bald, Leute. Hoffen wir das Beste und auf Wiedersehen.